Ich möchte an dieser Stelle, das steht da nicht da drin, aber ich möchte an dieser Stelle etwas an euch, euch mitgeben. Bitte verbreitet dieses Thema ein bisschen. Nämlich, wenn es doch tatsächlich ein Impfmittel gibt gegen eine Krankheit, das funktioniert, warum muss das obligatorisch verbreitet werden? Denn das kann doch euch, wenn ihr geimpft seid und ich nicht, kann doch euch das dann pieps egal sein, ob ich jetzt krank bin oder nicht, denn ich kann euch ja nicht anstecken. Also entweder stimmt das Thema mit dem Impfstoff nicht, oder dann steckt was anderes dahinter. Und das Zweite ist wahrscheinlich zutrefflich, wenn man an diese sogenannten RDIF denkt. Wem sagt das nichts, RDIF? RFID? Ja. Das sind wie diese winzig kleinen Chips, Sandkörnchen, die man in der Zwischenzeit schon in sehr vielen Produkten hat. In Deutschland gibt es ja mehrere Supermärkte als Versuche, wo der Kunde, Kundin mit dem Wagen, der voll ist, einfach bei der Kasse vorbeilaufen kann. Jedes Detail ist registriert, nur über interaktive elektromagnetische Pulse, und gleichzeitig wird das auf dem Konto des Kunden abgebucht, man hat nichts mehr zu tun, muss nicht mehr Schlange stehen. Ist das toll? Und diese Chips, diese sollen schließlich den Menschen implantiert werden, nicht diese großen Dingerchen, die man heute in den Diskotheken hat, sondern diese winzig kleinen Dinge, weil die in der Zwischenzeit schon bereits interaktiv gemacht werden konnten. Also, soweit das Thema, das ist doch jetzt sehr interessant. Und was noch interessant ist, 2006 hat man auch schon darüber gesprochen bei uns, das war 04, dieses Thema, und im 06 kam diese Meldung. In unserem Bildungsblatt Blick wurde das veröffentlicht, aber auch andernorts, nämlich, dass die Armee bereit sei für Impfobligatorien. Ihr erkennt an solchen Details, dass das alles von langer Hand vorbereitet ist. Und bitte schön, nochmals, man kann nur diese Menschen missbrauchen, ausnutzen, manipulieren, unterdrücken, die es zulassen. Und da muss jeder für sich zuerst mal entscheiden und dann findet man auch irgendwelche Leute. Ich erinnere hier an das Thema George Orwell und seine liebe Welt. Diejenigen, die nicht dabei waren, das waren Gegner, die waren irgendwo draußen und Gegner. Aber die haben sich ebenfalls organisiert und es ist interessant, dass es auf der Welt in der Zwischenzeit schon sehr viele solcher Quartiere gibt, jetzt in Amerika drüben auch, Zeltquartiere von ehemaligen Eigenheimbesitzern, weil die verarmt sind. Das alles nur so ganz schnell nebenbei. Übrigens, betreffend Virus hat man von einem Virus noch nie gesprochen. Vom AMBS-Virus. Noch nie gehört. Das ist das Ärzte-Pharma-Bankensystem-Virus. Dieses Virus sollte man eigentlich ein bisschen anhaben. Also, ich habe jetzt so zwei Dinge hauptsächlich ein bisschen angesprochen. Das ist erstens mal die Manipulation von Menschen insgesamt. Aber nochmals, es können nur bestimmte Charaktergruppen manipuliert werden. Und gleichzeitig habe ich von Programmen gesprochen, die gegen die Menschen angewendet werden sollen, aber ebenfalls wiederum nur möglich ist bei bestimmten Charaktergruppen. Also geht es um die Qualität und solche Dinge, unser emotionelles Befinden, unsere geistige Verfassung sollten wir verändern. Das hat auch Daniel heute schon ein bisschen angedeutet und ich werde auch noch zwei, dreimal auf dieses Detail hinweisen, denn wenn es etwas Entscheidendes gibt, dann ist es nur das, was wir verändern können und jeder Mensch kann nur etwas in sich verändern, das ist sein Charakter. Das mag immer wieder für, ich nehme jetzt mal an, es hat auch so ein bisschen kritische Leute darunter, so genannte Realisten, die ja nur glauben, was man anfassen kann. Da habe ich ein interessantes Büchlein gefunden, das ebenfalls lesenswert wäre und das einigen Menschen die Augen öffnen würde, was da schon längst abläuft. Hier gibt es ein Zitat in diesem Büchlein, das vom ehemaligen Verteidigungsminister William Cohen genannt wurde, nämlich, dass Erkenntnisse vorhanden sind, bestimmte Arten der Krankheitserreger herzustellen, die ethnisch spezifisch sein würden. Also es geht genau um das, dass die schon längst
Dinge herausgefunden haben, die nur auf bestimmte Ethnien, respektive Charaktergruppen wirken. Es sind etwa 30 Jahre seither, dass damals in Schwarzafrika Versuche gemacht wurden, mit Pillen und dergleichen, zwischen Weißen und Schwarzen, und dass die Weißen nichts merkten, während denn die Schwarzen einmal draufgegangen wären. Das einfach nur so mal nebenbei erwähnt. Es gibt noch ein Zitat, und es ist bewiesen, dass Südafrika schon zu Beginn der 80er Jahre an einer Ethnobombe gebastelt hatte. Große Fortschritte gemacht, insbesondere beim Aufspüren individueller Merkmale der Menschen. Also wäre es sehr wichtig, das hat auch heute Daniel schon gesagt, dass wir uns selbst ein bisschen entdecken, wo, auf welchem Emotionslevel stehen wir. Sprechen wir mal ein bisschen über das Wetter. Also das ist ja inzwischen so offensichtlich, dass es da nicht mehr viel bräuchte. Sieht man mal von den Lügen ab, die schon damals im Kalten Krieg gemacht wurden. Oder irgendwie vorher im Thema Viren. Vielleicht müsste man das die Viren nennen, die das rausbringen. Also, da gab es ein Büchlein über das Thema Ozonloch. Erstaunlich ist, dass, ich glaube, es war letztes Jahr, offiziell hieß, dass sich das Loch plötzlich um 2/3 geschlossen hat und niemand weiß warum. Und sie haben sogar offiziell zugegeben, dass die Wissenschaft eigentlich weniger wisse als am Anfang dieses ganzen Themas. Denn, nur so ganz schnell nebenbei gesagt, behauptet wurde ja, dass es das schwere Molekül FCKW gewesen sei, das hier im Norden produziert wird, angeblich nach oben steigt, ein schweres Molekül, und dann über die Äquatorzone, wo ja hohe Stürme, also in der Höhe der Stürme sind, dann bis zur Antarktis flogen und erst dort unten, dank der Sonnenstrahlung, aktiv wurden. Allein das stinkt schon. Kommt dazu, dass ausgerechnet dort unten in der Antarktis die Sonne am flachsten reinscheint, also auch am wenigsten wirken kann. Also es stinkt. Ich komme später aber noch darauf zurück, auf dieses Thema vom Ozonloch. Bleiben wir kurz mal beim Wetter. 2003 kennt ihr alle noch, nicht? Dieser Supersommer, wo man gesagt hat, es wird nie mehr normale Winter geben und bla bla bla. Schon kurz darauf, das war im 05, war das dann der Fall. Und aufgestanden, 2003 war der Supersommer. Und im März 2004 war das der Fall hier. Ich komme aus der Innerschweiz und da gibt es eine Region, das ist die Alpen, da oben misst man, hat man innerhalb von 7 Tagen einen Unterschied zwischen 31 Grad minus und 21 Grad plus gemessen. Also das einfach zu sagen, das andere habt ihr in der Zwischenzeit auch erlebt, diesen schönen Winter, den wir hatten, nicht? Ist euch übrigens aufgefallen, dass wir während dieses Winters 3-mal starken Föhn hatten? Föhn. Das gab es früher nie. Föhn war eigentlich, wenn überhaupt, im Herbst gekommen und in ganz seltenen Fällen noch im Frühling. Diesen Winter 3-mal. Und trotzdem hatten wir die traumhaftesten Schneeverhältnisse in unserer Region. Ein Beispiel zu sagen, das Skigebiet Stoß, das ist Zentralschweiz, da hat es diesen Winter 55 Mal geschneit. Insgesamt über 6 Meter. Das wird alles aufgezeichnet, also hat es geschneit. Und trotz den 3-maligen Föhn hatten wir traumhafte Winter. Jetzt müsste man sich fragen, Moment, was läuft da ab? Wir haben so heiße Sommer, so heiße Tage, also vor allem Sommer, und gleichzeitig so kalte Winter. Könnte das Gerücht stimmen, das man eigentlich damals mit dem Tsunami verbreitet hat, nämlich, dass sich wegen dem Tsunami die Erdachse verschoben habe?